Hallo zusammen, ich bin's wieder, Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Heute war mein freier Tag und ja, ihr kennt das jetzt mittlerweile schon am Radiergummi. Es gibt wieder einen kleinen Action-Haul. Ich dachte mir, das Wetter war so mies heute und so kalt und so nass, da kann man eigentlich nur eine etwas größere Tingeltour machen und sich den Tag verschönen. Das Ganze haben wir gemacht und sind eine ziemlich große Runde gefahren, einmal zur Stempelbar, das ist fast Mitte Berlin, also ziemlich weit von uns entfernt. Dann einmal zu IKEA, weil ich hatte hier am Wochenende einen süßen kleinen IKEA Flyer-Katalog drin und da ist total tolles Geschenkpapier abgebildet. Und ich dachte mir, oh, das gefällt mir richtig gut, das wäre ja mal was zum Alben einschlagen. Musst du dir mal anschauen und vielleicht auch mitnehmen. Darum war ich bei IKEA und dann natürlich auf dem Rückweg, ja, nicht nur zu Burger King, sondern auch noch einmal zum Action. Und nun bin ich wieder hier und kann euch das Ganze zeigen, was ich da Schönes gefunden habe. So, legen wir los mit IKEA, denn ich habe viele Sachen gefunden, aber das Geschenkpapier habe ich jetzt, Entschuldigung, das Geschenkpapier habe ich jetzt liegen lassen. Das war jetzt, ja, das war für mich zwar der Grund, warum ich da hingefahren bin, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag es nicht, wenn es glänzt. Also dieses glänzende Papier, dieses, ja, wie erklärt man das? Also kein mattes Geschenkpapier, sondern glänzendes Geschenkpapier. Und das war jetzt wirklich nicht nach meinem Interesse und darum habe ich das da gelassen. Aber ich habe dafür ein paar andere tolle Sachen gefunden. Und zwar einmal dieses, ja, Ausmalpapier. Ich möchte das mal unbedingt aufmachen, weil das war jetzt da oben nicht ausgestellt. Ich hoffe, dass das nach meinem, nach meinen Vorstellungen ist. Ja, erstmal schon mal mit einem kleinen Gludot hier festgeklebt. Ja, gute Idee, aber oh nein. Ich komme mal hoch, dass ihr das vielleicht. Ah, so sollte das jetzt bestimmt nicht sein. Ach man, ist ja gleich das erste Blatt kaputt. Okay, gut. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, sieht das ja, ne? Das ist ja mal was. Das ganz feines, stumpfes, richtig schönes Papier. Nur von einer Seite. Oh, das ist ja richtig cool. Ich glaube, das lässt sich auch richtig gut ausmalen. Wir nehmen jetzt mal einfach irgendeinen. Ich habe jetzt einfach mal hier reingegriffen und ja, gut, hätte man jetzt nicht grün nehmen sollen, sondern braun. Ach, malen wir mal einfach am Rand. Ich versuche mal. Cool. Malt sich richtig gut. So ein bisschen. Ja, kann ich schlecht erklären. Die Qualität, die ist so. Ja, schön matt, ein bisschen stumpf, aber doch, tolle Sache. Ziemlich langes Blatt. Boah, da lässt sich gut was draus machen. Okay, das war Nummer 1 und auf dem anderen ist, ja, auch wieder schön verkleistert. Super, ist wieder toll. Total nach meinem Geschmack. Oh, fein, eine, na, die sind ja auch schick. Mit Füchsen und Bären und hier unten mit einer super schönen, ja, ich wollte gerade sagen, Elsa-Welt, Zipfel. Da kann man Bäume draus machen, glaube ich, aber auch Berge. Richtig toll. Super, 99 Cent kam das Ganze. Ich denke, da lässt sich, wenn es Briefumschläge, also praktisch kleine Umschläge werden auf Karten oder super. Fällt mir bestimmt was zu ein. Dann habe ich einmal mitgenommen. Das konnte man da auch anfassen. Das fand ich richtig gut, weil das nicht glänzend ist, so wie das hier zum Beispiel. So wie das hier zum Beispiel. Das ist nämlich matt. Das ist richtig. Ich und Verpackung. Richtig schön stumpf, matt und fast so wie Papier. Also richtig toll und ich denke, da ist reicht. Das kann man so einfach auf Karten so raufkleben. Das ist nicht so ganz nach Geschenkpapier aus. 2,99 war jetzt nicht ganz so billig, aber
Okay, dann habe ich mich einmal für dieses Washi-Tape entschieden, musste dann aber feststellen, jetzt anhand des Kassenzettels, das Ganze kam 2,99 €, also das ist schon eine richtige Hausnummer. Ich hatte auch erst gedacht, ich habe mich verlesen, ich habe jetzt nochmal geschaut, war mir jetzt am Regal so nicht aufgefallen. Und klar, Weihnachtsmotive, aber da muss ich beim nächsten Mal entweder nochmal genauer schauen oder an der Kasse ist irgendwas schiefgegangen, also das fand ich jetzt doch ein bisschen teuer. Dann waren einmal diese Sticker da. Die finde ich richtig niedlich, weil ich mag zwar dieses, ja, ich sag ja, ich bin Verpackung. Dieses Rot und Schwarz nicht unbedingt, aber die Blume hier unten mit dem Gesicht drauf an sich ist ja schon ja, ein Teilchen, was man mega gut ausschneiden kann. Der hier ist auch richtig schick. Und das ist ja so dieses absolute Knallerteil. Also wirklich. Die sind drauf und die kommen dann immer wieder. Hier sind drinne, ja, ganz viele. Steht nicht drauf. Oh, okay. Nein, doch 50. 50 von diesen Stickern sind hier drauf. Super. Der ist doch toll. Der ist richtig toll. Gerade so die Farben ineinander. Wirklich Hammer. 99 Cent durfte einmal mit. Dann habe ich mich riesig gefreut, dieses tolle Teil zu kriegen. Das ist so eine Art. Ja, Wimpel. Gut, ich brauche jetzt keine Wimpel, aber ihr wisst schon, was man alles daraus machen kann. Auch hier scheitert die Lotte wieder an der Verpackung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mit richtig schöner, ja, richtig schönen Bastband, würde ich sagen, ja. Und hier sind jetzt drinne, wow, das ist mal eine tolle, tolle Qualität. In Schwarz-Gold. Ich versuche das mal so rum rauszumachen. Wirklich toll. Hier oben gleich mit den Haltern, dass man das, ja, kann man umbiegen, glaube ich. Genau. Lochen und umbiegen oder so lassen. Dann einmal in Zahlen noch drauf. Einmal in Weiß-Silber. Hier nochmal Gold an sich. Einmal Gold so. Coole Sache von beiden Seiten. Dann noch einmal in Silber und einmal in Weiß-Silber. Auch dieses Weiß ist so irgendwie ja total tolles Papier. Richtig schöne Qualität, auch von beiden Seiten. Wirklich richtig toll. War jetzt auch 3,99 €. Ja, ist okay. Ist wirklich okay. Einmal 2019. Schöne große Zahlen, Aufkleber. Super. Da freue ich mich riesig drüber. Das ist Wahnsinn. Dann gab es auch bei IKEA Seidenpapier 1,99 €. Ich glaube, es ist 50 Cent teurer oder was als bei Action. Aber die Farben haben mir richtig gut gefallen. Das passt auch super gut zu diesem Set. Bis auf das Gold jetzt, aber das Schwarz und das Weiß. Und da sind drinne richtig schöner, großer 1, 2, 3 große Bögen. Also richtig viel, klar, zerknüllen, scrappen oder und. Also da gibt es wirklich etliche Sachen, die man mit solch tollem Papier machen kann. Das durfte einmal mit. Dann fand ich total niedlich in der Weihnachtsabteilung. Ja, Schlüssel, richtig schöne, große. Feste Schlüssel, klar, ich brauche das zum Dekorieren auf einem Album. Das ist der absolute Oberknaller. 3,99 €, aber die musste ich unbedingt mitnehmen. Ich will jetzt noch versuchen, die ein bisschen farblich umzugestalten. Mal gucken, was mir da einfällt, dass ich die ein bisschen Art in die Kupferrichtung bekomme. Aber ehrlich, also, das ist doch der Knaller. Dann habe ich noch für 1,49 €. Schade, es gab noch ein anderes Design, das war kariert, kraftfarbene Tüten kariert und mit Rot. Ja, war jetzt leider nicht mehr da, aber gut, die kriegt man ja auch so. Aber diese hier, außer dass ich die jetzt wieder mal nicht aufkriege, muss mir da echt mal was einfallen lassen hier. Hier sind drinne total süß. Richtig, richtig niedlich. Eins,
zwei, drei, vier Tüten davon. Na, der ist doch der Knaller, oder? Mit seinen kleinen Geschenken da unten drin. Richtig toll, da sind auch vier Stück von da und die hier. Richtig, richtig toll. Und zu dem gleichen Design gab es auch Geschenkpapier und noch so viele diverse andere Sachen. Gerade so alles in diese Richtung mit diesen Motiven, mit diesem Muster. Und da gab es auch noch diese Sticker, 99 Cent. Die musste ich jetzt unbedingt haben. Also, das war auch fast alles nicht so abgebildet im Katalog, aber, oder im Flyer. Aber die sind der Hammer. Das ist wirklich ein ganzer Block mit 2, 3 hier hinten ändern sich die Motive. 3, 4 Seiten. 4 Seiten mit dem, ich hoffe mal, das ist der böse Wolf. Total süß. Und dann nochmal diese hier. Richtig, richtig süß. Mit dem Pilz da oben. Und alles in so einem, ja, matten, nicht glänzendem Stickerpapier, sondern richtig schön matt. Ja, kleben tun sie auch super gut. Hier diese ganzen kleinen Sterne sind noch filigran ausgestanzt. Also, so, das war der IKEA-Einkauf. Jetzt bin ich dann in den Action. Und bei Action habe ich wieder mal von diesen neuen Stickern noch ein paar andere Varianten bekommen. Hier natürlich, das hatten wir alles irgendwo schon mal in diesen ja, Papercraft-Sets, in den großen. Aber die sind wirklich richtig süß und das ist auch stumpf. Also stumpfes Papier, kein glänzendes Stickerpapier. Der ist auch traumhaft. Andere Seite, klar, der hier ist auch bekannt. Weil der hier oben ist auch so mega niedlich. Der ist wirklich schön. Das ist so ein bisschen so weihnachtlich. Klar, Weihnachts war es der jetzt. Weihnachten, oh ja, klar, immer ran. Hier wieder etwas Neutraleres, klar, Federn, der ist doch der Hammer hier. Also ich weiß, dass der jetzt schon gleich verschwunden ist, so wie sie das sieht, dann ist der weg. Und auf der anderen Seite, klar, voll niedlich. Jeweils immer zwei Bögen drin und das musste dann auf alle Fälle auch noch mit. Ganz toller Bogen, auch gerade mit der Rose, das ist wirklich Handy, ja gut, muss jetzt nicht unbedingt, aber die Nähmaschine und hier unten die verschiedenen ja, Papiersticker, wirklich toll, wirklich eine tolle Sache. Die kamen, ich glaube auch, genau, 94 Cent, also wenn man das so, ja, doch, wunderbar. So, dann gab es diese kleinen, endlich auch Nennhauser Damm, 99 Cent. Habe ich mich gefreut, durften mit. Hier natürlich Geschenk, ja, Geschenke und Kugeln. Also wenn die Farben jetzt immer nicht so stimmen, wie die hier sind, dann bemale ich mir die auch schon einfach mit einem ganz normalen Stift und hole mir die dann. Heller geht natürlich nicht, aber dunkler geht es dann immer. Zum Beispiel ein Grün oder ein Dunkelrot, weil irgendwie ein pinkfarbenes, ja, ist jetzt nicht ganz so. Dann habe ich einmal hier für 1,22 Euro im Action das Seidenpapier bekommen. Mal gucken. Ah, Action kriegt besser auf. Ha? Ha, ha. Gekonnt ist gekonnt. Ja, vorsichtig. Meistens bleibt es ja dann hier am Klebestreifen hängen. Ah. Einmal zu. Wow, das ist ja mal super toll glänzend. Hier sind drinne. Ein großer Bogen. Ah, okay, verstanden. Ein großer Bogen. Zwei und alles farblich natürlich so toll zueinander. Wirklich? Tolle Sache. Doch, finde ich gut. Da kann man einiges mit einwickeln. So, vorsichtig zur Seite. Und ich habe... Klar, jetzt werden sie alle wieder mit den Augen rollen und sagen, oh nee, nicht die schon wieder mit den Tüten, aber hey, hallo, die musste mit. Gerade so dieses, fand ich richtig gut. Ich glaube, 42 Cent, ja, mal schauen, wirklich mal schauen. Aber ich denke, ja, es kann sich jetzt mittlerweile jeder denken, was ich daraus machen werde.
Aber da konnte ich jetzt wirklich nicht dran vorbeigehen. Also das war ein absolutes Muss, diese Geschenktüte. Dann habe ich das hier gefunden. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt noch nicht aufgemacht. Das werde ich dann wahrscheinlich in einem Aufgebraucht-Video oder in einem Extra-Video machen. Das ist so eine Art Kalender. Also hier kann man dann nochmal umstecken. 1. und 13., dann der 14., 1. umdrehen und dann Dezember. Wirklich Hammer. Ich hoffe, dass das jetzt dann auch ein bisschen weitergeht. Also nicht nur beim Dezember hängen bleibt. Aber ich denke mal, wir sind ja da kreativ genug, uns da für den Januar, Februar und März da noch ein paar Sachen mehr zu machen. Aber so wie ich Action kenne, gibt es hier hinten noch einige andere Varianten natürlich auch. Super. Das Ganze kann man sich dann auch farblich umgestalten. Ach, eine coole Angelegenheit. Hat mich richtig gefreut. 1,56 Euro. Einfach toll. Das wird auf alle Fälle ausprobiert. Dann habe ich, ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob das ist, was ich denke. Also so Art wie die Wimpel zum Aufhängen. Da war auch nicht richtig zu sehen in der Verpackung. Ah, okay. Ja, wie ich mir das gedacht habe, genau das, was hier draußen abgebildet ist, ist auch da drin. Gut, dafür wird es bei mir wahrscheinlich dann nicht verwendet, aber die Buchstaben kann man natürlich total toll anderweitig verwenden. Das ist cool, so einen großen Buchstaben, nur auf so einem... Ja, jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Album. Das ist doch schon... Okay, verstanden. Und die habe ich jetzt definitiv auch nicht zum Anhängen genommen. Die sind ja in meinen Gedanken schon längst verplant. Wirklich toll. Der ist doch auch richtig schick. Und der dazu, gut, das ist jetzt nicht, aber die drei sind jetzt schon mal auf meiner Liste ganz weit nach oben gerutscht. Das ganze Set habe ich nochmal in ja, Kupfer, oh, Bronze, Kupfer, glaube ich, ist das, ne? Ups. Oh, jetzt habe ich das schon verbogen. Okay, alle Mann wieder rein. Ja, aber ist nicht Roségold, ist es nicht ganz. Also, wenn man so das dagegen hält. Hm. Naja, gut. Doch, geht als Roségold durch. Das ist jetzt hier nicht so. Aber da ist genau das Gleiche drin. Nee, das ist nicht das Gleiche drin. Ha! Das sind andere Motive. Na, das ist ja auch genial gemacht. Also hier war der Engel drin. Genau, und hier müsste dann Engel, Handschuh und Taube und Tannenbaum. Ja, genau. Taube, Tannenbaum, Engel und Handschuh. Cool. Hier haben wir dann den anderen Engel. Oh, zwei verschiedene Engel sogar. Oh, na, das ist ja wirklich... Ich glaube, das Ganze gab es nämlich nochmal in Silber und in Gold. Oh, ich denke, die anderen Mindsets werde ich mir dann auch noch zulegen. Super Idee. Das Ganze hat gekostet 99 Cent. Und dann musste nochmal ein ja, Ladekabel mit. Klar, wer Kinder hat, weiß Bescheid. 5,95 Euro war jetzt nicht... ja, ich habe es, glaube ich, schon mal für 1 Euro noch was gekauft. Ich glaube, 1,20 Euro. Ja, aber leider verschwinden die bei mir immer. Und dann war ich nochmal in der Weihnachtsabteilung bei den Stickern natürlich hängen geblieben. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Die sind so schön. Ich habe jetzt die an sich noch nicht verklebt. Die sind so diese glänzende Fraktion. Ich glaube, jetzt könnt ihr das sehen. Ne? So dieses. Ich habe jetzt. Ich probiere einfach mal ein. Ja, doch. Jetzt ländlich auf dem Papier. Oh, schön fest. Also wirklich. Ja, und wenn nicht, dann helfen wir eben mit Kleber nach. Aber so richtig schön. Innen drinnen noch glänzend. Wirklich richtig so. Irisierend. Richtig ein tolle kleine Sticker mit. Schrift drauf, mit Sprüchen drauf. Gut, natürlich jetzt alles auf Englisch, aber ja, das kann man halt nicht ändern. Hier jetzt das Ganze in Gläserform. Hier mit diesen kleinen Zuckerstangen drin und ja, dem Nussknacker mitten im Glas, dem Schneemann, dem Weihnachtsstern.
Super, super. Dann die in Rund. Hier unten, ich hoffe, man kann das sehen. Hier unten den Bären. Hier der Schneeflocke mit dem Stern zusammen. Also wirklich richtig schicke. Hier unten die zwei Hunde drauf. Also da kann man, glaube ich, wenn man einfach so eine kleine Verpackung macht und so einen kleinen Sticker darauf macht. Fertig. Erledigt die Sache. Die waren auch richtig schick. Ich denke, das sind auch die beliebtesten Motive da. Mit der Schneekugel, mit dem Bären hier drinne. Oder dem kleinen süßen Fuchs. Auch dieses, die Art und Weise, wie das verarbeitet wurde, praktisch mit diesem silbernen zusätzlichen Teil da drauf. Wirklich richtig toll. Und noch einmal Gläser in Gold mit einem Schneemann und einer Schneeflocke. Hier oben sind Bonbons drin. Das Ganze einmal umgedreht als Schüttelkugel gemacht. Wirklich richtig schick. Ich glaube 79 Cent. Und oh, die glitzern so schön. Ich und mein Glitzer. Okay, okay. So, jetzt hatte ich dann noch zum Schluss diese gesehen hier. 1,99 €. Die hatte ich mir ja letztes Jahr schon mitgenommen. Die passen perfekt in den IKEA. Na, dieses viereckige Teil, Regalteil mit diesen offenen Teilen. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Ja, aber der steht ja hier überall rum. Und da passen die Washis und die ganzen Stempelfarben, die man jetzt nicht unbedingt sofort immer benötigt, werden von mir dann da drinnen gelagert. Und so kann man sich das Ganze hier auf den Tisch stellen und hat dann im Prinzip hinterher wieder Ordnung, wenn man sich dann das Washi rausnimmt und wieder wegbringt. Die habe ich mir wieder mitgenommen, war recht froh drüber. Die waren dann letztes Jahr irgendwann verschwunden und jetzt kann ich das zweite Fach damit voll machen. So, und dann war ich in der Stempelbar. Ja, genau, die Stempelbar. Ich war ja schon einmal in der Stempelbar, aber da hatte ich den großen Fehler gemacht und hatte den Jonah mitgenommen. Und klar, Kinder in so einem tollen Laden, der so voll ist mit so vielen tollen Sachen, das ist natürlich für eine Mama ziemlich anstrengend, weil man denn einerseits auch schauen will, was das Kind denn wieder Schönes gefunden hat und selber sich auch ein bisschen kundig machen möchte. Und demzufolge hatte ich mir heute gedacht, fährst du oder schaust du alleine. Und ich muss echt sagen, es war Hammer. Es war wirklich toll. Ich hatte wirklich genügend Zeit, mir alles in Ruhe anzuschauen. Es gibt von mini kleinen Stempeln bis über selbstdesignte Stempel. Es gibt, ich weiß nicht, das kann man so schlecht erklären, so viele verschiedene Stempelrichtungen zum Montieren, zum Nichtmontieren, von sämtlichen verschiedenen Sorten an Stempelfarbe über Alkoholmarker bis, sprachlos, einfach sprachlos, Kleber, super große Auswahl, Stanzen, total tolle Modelle, Handstanzen ohne Ende, man kann da Workshops machen, man kann sich da ganz in Ruhe Papiersorten anschauen, anfassen. Ich war wieder mal richtig und beeindruckt. Jede Frage, die du irgendwo gestellt hast, die einem unter den Nägeln brennt, die man gerne wissen möchte zu irgendwelchen Sachen, kam sofort eine mega liebe, kompetente Antwort und man fühlte sich rundum geborgen. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Das lohnt sich richtig, weil wenn man so einige Sachen, man muss auch mal was erklärt bekommen. Selbst wenn man erklärt, braucht man mal einige Sachen erklärt. Und ich muss echt sagen, ich war total beeindruckt und fühlte mich da richtig gut aufgehoben. Ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen und die kann ich euch jetzt mal zeigen. Ich schleiche ja schon eine ganze Weile. Jetzt zeige ich ja ein neues System zum Zeigen mit meinen Kisten hier. Ich schleiche ja schon eine ganze Weile um die Tim Holz Produkte drumherum. Ist immer so schwierig. Gerade im Internet, man sieht zwar die Sachen, und aber so richtig kann man sich so schlecht viele Sachen drunter vorstellen. Und in der Stempelbar hatte ich jetzt das absolute Highlight. Ich konnte alles anschauen. Ich konnte mir die ganzen Sachen wirklich zusammensuchen. Und da habe ich mir natürlich diesen Stempel ausgesucht, weil ich finde, der Stempel ist absolut Oberknaller. Diese ganzen, hier drauf sieht man den besser, diese ganzen Tickets, diese ganzen kleinen Fahrscheine, gerade natürlich fürs Junk Journal und fürs Scrappen. Ja, da kann man dann seine eigenen Sachen noch, Informationen und Dings, die ganzes habe ich dann noch als Stanze mitgenommen, noch zusätzlich reinnotieren. Einfach absolut Oberhammer und die Preise sind fair. Da kann man überhaupt nichts sagen.
Da habe ich mich, das war das erste, wo ich gleich meins. Dann hatte ich ein relativ großes Set von Tim Holtz gefunden, wo diese Hand drauf ist, hinter der ich schon eine ganze Weile hinterher bin. Gerade so in diesen Mini-Alben, wenn man dann immer so ein zusätzliches Element reinmachen möchte, wie zum Beispiel da lang geht zur nächsten Seite oder und, dass man nicht immer mal raufschreiben muss, hier öffnen oder ich nicht überall diese zusätzlichen Stanzteile ranmachen möchte. Da gab es jetzt von Tim Holtz einen relativ großen Stempel und ich bin dann hin und hatte gefragt und habe sofort, ja, diesen tollen kleinen mit dem Schmetterling einerseits, ja, Schmetterling, aber der ist richtig, das ist von Stamperia, da habe ich ja auch schon einige Blöcke von, aber der ist doch wirklich Knaller, oder? Der ist so richtig so in diese Vintage-Richtung und wirklich richtig, richtig toll. Der musste unbedingt mit. Der Finger ist jetzt schön klein. Der passt auch in die kleinen Alben rein. Große Hände, ja, klar, kann man ja dann nochmal. Aber so kann man immer schön einen kleinen Banner unten noch mit dran machen oder einen kleinen Riegelchen mit dran machen, sodass man diesen Finger dann da lang oder hoch oder runter benutzen kann. Die Hand war es auf alle Fälle. Die musste mit. Dann habe ich mir dieses Set noch ausgesucht. Der ist mein absoluter Favorit, der mit dem Regenschirm hier kann man richtig schön dann auch beim Scrappen sich so seine Bilder, seine eigenen drunter machen, wenn es jetzt wirklich mal ein verregneter Tag ist. Und da stelle ich mir das richtig toll vor, wenn der dann oben drauf gestempelt ist und hier, ich sage jetzt mal, ein Bild vom Jonah ist, wo er miesmutig guckt oder und. Also da sind schon einige Ideen. Oder den hier, der sieht aus wie ein bisschen, ja, wie ein bisschen lustig mit seinem Luftballon. Richtig, richtig schick dieser Stempel und der musste auf alle Fälle auch mit. Dann habe ich noch ein, ja, da habe ich schon einige Sachen zu im Kopf, aber muss ich nochmal genau schauen. Ich möchte das Ganze ja auf Teebeutelpapier oder diese alten Teebeutel, diese gebrauchten Teebeutel getrocknet und dann bestempeln. Da habe ich schon einige Projekte hier zu liegen, die ich unbedingt machen möchte. Da ist der jetzt ein bisschen groß, aber vielleicht kann man, ja, mal gucken, ob es da vielleicht auch größeres Teebeutel gibt, Teebeutelpapier. Es gibt ja auch diese großen Teebeutel. Mal schauen. Das ist genau das Gleiche, aber das wirklich so in diesem Vintage-Bereich wirklich einfach Hammer. Und wenn man das nun hier so sieht, also ich meine, meine Hand ist nun nicht besonders groß, aber der Stempel an sich ist, ja, mega. Richtig, richtig toll. Ich muss mal gucken. Wir gucken, A5 ist der schon eine richtig große, richtig tolle Sache. So, dann gab es diese kleinen, ja, Reds, genau. Da sind Zahlen drauf, 1 bis 25. Ich hoffe noch ein bisschen weiter. 24, 25, 27, ja, geht weiter. Man soll jetzt nicht für einen Weihnachtskalender sein. Ich denke, da habe ich schon ein Album. Gerade hier dieses Album von Sherlock Holmes, wo ich euch das Papier gezeigt habe. Da passt das richtig gut drauf. Dann immer über unten die kleinen Zahlen drauf. Das ist so richtig. Habe ich so richtige Vorstellungen schon von. Und dann habe ich mich für dieses Set noch. Klar, Halloween ist vorbei. Aber das Hexen gibt es das ganze Jahr über. Und ich fand diese Sticker richtig toll. Da sind, oh Gott, Unmengen von drin. Ich schütte das mal hier rein. Ui. Wirklich diese alten, ja, diese alten Bilder. Da mal schauen, wie ich die verarbeite, weil Halloween, nein, ist ja, muss nicht unbedingt nur immer alles Halloween sein. Richtig schick. Fand ich gut. Musste mit. Dann natürlich unbedingt, meiner ist ja jetzt ja halb leer, glaube ich. Ich habe schon einige Projekte mitgeklebt. Ist wirklich, ja, wirklich viel drin. Der auf alle Fälle nochmal. Und ganz zum Schluss nochmal diese ganz kleinen ja, Kalender. Natürlich, die sind jetzt gerade so, wenn es losgeht mit... sind drin. Ich glaube, 10 Stück hat sie gesagt. Genau, 10 Stück sind hier drin. Den ganzen, das ganze Jahr über durch. Da kann man so viele Sachen mitmachen. Karten, Bullet Journal oder Journaling an sich. Die kann man überall irgendwo, da muss man dann vielleicht nicht stempeln. Die kann man irgendwo ganz toll dann mit rein integrieren. Und
ich glaube, was hat das gekostet? Das ist 1,50 Euro. Also wirklich da, die kann man auch ganz toll mit als kleines Goodie mit dazu packen. Wirklich, ich war total beeindruckt. Ich war hinterher, ja, richtig, richtig glücklich, dass ich das heute gemacht habe, weil man da auch noch Beratung bekommt und wirklich rundum ganz toll bedient wird. Ich bedanke mich hierfür nochmal für diese tollen 2 Stunden und ich hoffe, dass euch das Ganze ein kleines bisschen gefallen hat. Ich freue mich schon aufs nächste Projekt und sage erstmal Tschüss. Bis morgen.